Moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal vom Simulation Mike 15 und Spiele Gamer. Guten Tag. Eine neue Folge hier, Reaction. Mal wieder. Ich kaufe meinen Mods alles. Vom Papa Platte oder wie das immer heißt. Ja. Rio alles? Macht schöner. Bin ich schon. Ha! Ja. Was denn? Ich sag mal nichts. Wenn es euch gefällt, gerne abonnieren, liken, kommentieren. Zum Video beschreiben vorbei. Für die Linktree. Ja. Findet ihr im WhatsApp oder Telegram-Kanal. Könnt ihr einfach vorbeischauen. Um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten schaut gerne beim Spielegamer vorbei. Da findet ihr auch den Link ebenfalls in der Videobeschreibung. Ja. Hast du noch was zu ergänzen? Nö. Bis jetzt noch nicht, hä? Kann ich anfangen? Jo. Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist ja wieder soweit, Freunde. Ja, im Dunkeln ist gut munkeln, wa? Könnt ihr mal hier das Licht anmachen? Ich würde gerne was lesen. Die checken wir jetzt aus. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr es öfter sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Also ich weiß nicht warum, aber Kaio hat mir einen Hinweis. Mensch! Was ihr nicht unbedingt abchecken sollt. Mölps-Liste. Am besten nach Mölps-Liste den Link von Tim noch mal öffnen. Okay, was zum Fick hat Mölp gebaut? Dass die Listen danach kaputt waren. Oh mein Gott. Okay, keine Ahnung, was auf uns zukommt. Boah, ist das eine Hitze, Christa, so Eier. Einfach an. Alright. Was haben wir hier, Bro? Pokebane? Alright, erstmal ein paar Kekse kaufen. Junge. Kekse. Junge. Psychosen, Alter, über Psychosen. Bro, der hier macht mich am meisten sauer. Kaio, was ist das hier? Hey Leute, also ich hab mir halt überlegt, also ja, diese Clips, ne, und, also Leute, ich wollte jetzt eigentlich, also ich werde jetzt anfangen zu vloggen und, NCS, no copyright. Was ist das hier? Handyhülle, bisschen Flex und so. Hab keine Matches at the moment. Es ist voll hell. Oh mein Gott, Bro. Es ist sogar eine mit Lasche. Oh mein Gott, es ist so eine, wo man so machen kann. Checkt ihr? Ich weiß nicht, ob du die wirklich haben willst. Rio, hab keine Matches at the moment. Was zum Fick soll das heißen, Bro? Damit pullt der Tinder-Matches? Yeah. Ladies lieben die Ungespielt-Hülle. Ich muss dich enttäuschen, Bro. Die Ungespielt-Hülle kriegst du nicht. Shirt, hab mein altes verloren. Ja, ich hab irgendwas. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich hab nicht das Gefühl, dass das Originale ist, Bro. Das sieht mir ein bisschen anders aus hier. Links for real besser. Bro, was? Shut up. Das ist nicht besser, Bro. Ist das dreist. Das kriegst du nicht, Wichser. Find's auch geil, dass das Format heißt, ich kaufe mein Mods alles. Und die ersten zwei Sachen haben wir schon mal nicht gekauft. Ey, Thumbnail war wahrscheinlich wieder irgend so ein großes Schiff für 20.000 Euro. So wie jedes Jahr, Bro. So wie jedes Jahr. Das nächste ist ein Containerhaus. Braucht man für jede Baustelle. Ja. Für 3.400 Euro. Was wollt ihr machen? Alle Mods bauen zusammen ein Haus oder was? Ist das jetzt der Gag, der sich das ganze Video zieht? Oh mein Gott. Aber es gibt 5% Cashback bei Schub. Actually worth done. So, dann der Arbeitsweste. Oh mein Gott, Bruder. Ja, den gibt's. Oh, mega schade, den gibt's leider nicht mehr. Okay, was haben wir hier? Joystick für den neuen MS Flight Sim. For real hard. Boah, kommt ein neuer. Das Ding ist wild. Alter, kommt ein neuer Flugsimulator raus? Digga, das brauchst du, Kaio. Okay, und dann haben wir noch einen Radlader zur Auswahl. Ja. Also, Kaio, du müsstest dich jetzt entscheiden zwischen dem Radlader und dem Joystick, sag ich mal. Was willst du lieber haben? 65.000. Radlader? Ja, ich mach mal Joystick. Wir gehen mal fürs Joystick. Okay, wir machen weiter mit Sammy Boy, der alten Drecksau. So, was hat er hier? AirPods in meinem Mund und ich kau. Alright, Little Bro wünsche ich AirPods. Yes, sir. Okay, Sammy hat jetzt drei Haare gelinkt anscheinend. Haare 1. Bin bald 22 und hab schon Secret Council Corners. Ja, mein Geheimratsecken, hey. Falls ihr den Gag nicht gecheckt habt. Ich sehe Abbildung. Stimmt? Ja. Ich Abbildung? Ah. Boah. Okay, check. Von Etsy, Digga. Ja, okay. Auf volle Petri angelehnt, check. Was haben wir hier? Ausschlag. Und hier die drei. Alter. Stell dir vor, du kommst damit ins Büro. Dann tut's ja nicht meine Augen so weh. Verstehst du? Nicht einschlafen? Na, ich würde nicht schon einschlafen. Nicht wie beim letzten Mal. Ah ja. Bis gleich, mein Baby.
Auf einmal. Junge. Oh mein Gott, ist das dumm, Bro. Warte mal, das letzte kostet 50 Tacken. Digga, 50 Euro. Bruder, das ist einfach nur Schaumstoff. Bruder, ihm geht's, Realtalk, ihm geht's gar nicht gut. Vielen, vielen Dank, mein Bruder. Kuss. Willkommen zur Liste von Stefan, der alten Maus. Hey. Wunschliste von DGO Stefan. Hallo, lieber Weihnachtsmann. Hier ist schon mal zwei Rechtschreibfehler. Ich wünsche mir folgende Sachen von dir. Ich war das ganze Jahr über brav. Oh mein Gott, deadass. Schalle 40, Kommentar selbsterklärend. Bruder, wir starten mit einem Schalke-Trikot, Bro, für den Huni. Ich weiß nicht, ob er es ernst meint. Meint ihr das ernst? Ich mache einfach mal Drop. Okay, das ist smart. Okay, ich habe jetzt eine Auswahl Kopf und Kopf auch. Smart, ja, nicht schlecht. Kleiner Urlaub würde die Suite bevorzugen, sehr wichtig. Klar, yo, die hier meinst du, ne? Chillig, 560 Quadratmeter, Bro. Und dann nur ein Bett. Nee, zwei Betten insgesamt. What the f***? Oh, ist das hell, gell? Ja. Alter. Müssen wir morgen drauf reagieren? Wieso? Ist das meine? Oder willst du so weiter gucken mit hellem Bildschirm? Oh, fuck. Hört auf zu schreiben, Weirdchamp Kauf. Ich werde jetzt keinen 220.000 Euro Urlaub buchen für Stefan. What the fuck? Ich, nachdem ich Schub auf die Malediven schickt. Freunde, das ist doch der perfekte Übergang, um euch kurz zu erklären, was Schub denn genau überhaupt ist. Im Grunde ist das Ganze ein Cashback-Service, Freunde, wo ihr unfassbar viele Shops habt. Also ihr seht hier schon AliExpress, Lenovo. Es gibt wirklich alles, also wirklich unfassbar viel, ja. Wenn ihr meinen Link benutzt, der hier eingeblendet ist oder in der Beschreibung ist, dann bekommt ihr ab einer Bestellung von 10 Euro oder mehr als 10 Euro, 10 Euro Cashback on top. Das heißt, ihr könntet was für 10 Euro kaufen und kriegt dann 10 Euro und habt was umsonst. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel was kaufen wollt, Freunde, ihr geht zum Beispiel hier, wollt bei Lieferando was kaufen, ja, ihr wollt was zu essen bestellen, kriegt ihr 4% Cashback jetzt gerade, geht auf Cashback aktivieren, boom, dann öffnet sich hier was. Das müsst ihr einmal kurz überfliegen, weil bei manchen Shops steht zum Beispiel da, dass es ein bisschen länger dauert oder dass es irgendwie, wenn ihr das und das habt, nicht funktioniert mit dem Cashback. Das müsst ihr unbedingt lesen, sonst kann es sein, dass euer Cashback nicht kommt. Dann klickt ihr da drauf und dann öffnet sich Lieferando ganz normal und ihr könnt ganz normal einkaufen, you know? Es ist super simpel, das Gleiche geht mit jedem anderen Shop genau gleich. Es ist sehr wichtig, dass ihr euren Adblock deaktiviert und die Cookies akzeptiert für die Zeit, wo ihr bestellt. Danach könnt ihr alles wieder anmachen. Also für diese 2 Minuten macht das einfach. Am besten nehmt einfach einen anderen Browser kurz fürs Bestellen. Also checkt das Ganze mal ab, Freunde. Das ist eine wirklich sehr nice Sache. Und vielen Dank an Schub fürs Unterstützen. Jetzt geht's weiter. Okay, was haben wir hier? Stampfer muss Kario auf der Baustelle unterstützen. Oh mein Gott. Und der Gag geht weiter, Junge. Ja, moin. Ja, klar. Die 1000 Euro Vibrationsstampfer kaufen wir noch. Was ist hier noch? Ein Generator noch. Digga, na moin. Für 24k, Bro. Kurz mal Handy aufladen, Classic. Und dann hier noch Baustellen-Drip. Drip meine ich. Warnwesten-Set für Erwachsene und Kinder 4-Teil. Wir machen weiter mit der Wunschliste von Luisa. Ich habe das erste Girl. Warte, ich war ein schlechter Fan. Erwachsene und Kinder 4-Teilig. Ein Kuscheln. Busche. Jetzt ist der Bach. Moin, ja klar. Die 1000 Euro Vibrationsstampfer kaufen wir noch. Was ist hier noch? Ein Generator noch. Den auf der Baustelle unterstützen. Oh mein Gott, der Gag geht weiter. Warte, wir drücken gleich weiter. Hab den nächsten Link mal wieder reingeschickt. Bitte schön, Baby. Gehört für heute, oder? Sie wünscht sich einen Airfryer. Okay, Hot Take. Oh. Airfryer. Hell unnötig. Real Talk, es ist einfach nur ein ganz normaler Ofen in klein. Braucht man nicht. Reiskocher, Bro, viel besser. Ich sag, es unnötig. Was hier ist, ein Kommentar? Mach das Plus weg. Bei 3,5 Millionen wird Jason paniert. Okay. Also wenn ich das kaufe, dann machst du Jason im Airfryer, oder wie? Was haben wir hier? Saug- und Wischroboter. Oh, die Weiber wieder, wa? Oh. Ey, der ist runtergesetzt. Yo! Yo, 39% Rabatt, Bro. Yo, und dann nochmal 2% Schub-Cashback. Easy, what the fuck. Ich brauche frische Stiefel fürs Büro. Frische Treter, holy shit. Ja, easy machen wir auch noch. Ich glaube, das sollte noch im Budget drin sein, glaube ich, oder? Alright, wir machen weiter mit Happy. Ich sag euch, also, wenn ich Happy richtig einschätze, und ich schätze Happy immer richtig ein,
kommt jetzt hier eine übelst psychopathische Wunschliste. Ist mein Call. Digga, ich wusste es. Real Talk, es ist immer das Gleiche. Was ist das? Junge, wie groß, Alter, wie groß. Was ist das? Okay, also, wir haben einmal einen Google, Mann, Junge. Er hat, ey, Mann, Bruder, er hat jeden einzelnen Buchstaben in eine einzelne Spalte hier reingemacht. Ey, ist das kacke. Okay, also, ja, wir haben einmal einen Google Pixel für 480. Okay, yo, neues Handy. Warum ich dringend ein neues Handy brauche? Ein Thread. Digga. Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Okay, er hat sich ein Handy gekauft, benutzt das Handy seit fast 7 Jahren. Das Display löst sich langsam vom Rahmen. Android-Sicherheitspatch-Level. Okay, es gab seit 4 Jahren keine Security-Updates mehr. Bin stuck auf Android 9. Welche Version gibt's jetzt gerade? Was ist das aktuelle Android? Ich habe keine Ahnung. 14? Holy shit. Okay, das ist hart. Oh mein Gott, das ist eine Screen-Capture, die er gemacht hat. Oh mein Gott. Meine Twitter-Experience, wenn ich mein Handy lange nicht neu gestartet habe. Nein, die Lags kommen nicht vom Video. Oh mein Gott. Die Lebensdauer eines Smartphones, 2,5 bis 3 Jahre. Durchschnitt 2,75 Jahre. Handys halten im Durchschnitt 2,75 Jahre. Wie alt werden Menschen im Durchschnitt? 80 Jahre im Durchschnitt. Menschen leben im Durchschnitt 80 Jahre. Was ist das? Ach so, er hat Handyjahre hochgerechnet auf Menschenjahre. Mein Handy lebt 2,42 mal länger als der Durchschnitt. 2,42 mal 80. Das Handy ist also quasi 195 Jahre in Menschenjahren alt. Bro, wirklich. Oh mein Gott, die Zahlen lügen nicht. Ich hätte es nicht besser predikten können mit den Worten, die ich vor dieser Wunschliste gesagt habe. No joke. Ja. Bonus finde ich vor dem Handy kaputt. Digga, Happy, du lebst am Limit. Du hast den Knopf bereit drücken, du hast. Ey, Real Talk, wenn das für alle Mods okay ist, dann, Bruder, können wir dir bitte einfach ein gutes Handy kaufen? Also, dann kriegst du halt irgendwie 100 Euro oder so mehr als. Ich darf nicht davor einschlafen. Wenn es für die anderen Mods in Ordnung ist, Digga, lass uns bitte ein ordentliches Handy kaufen mit einer ordentlichen Hülle. Nein, ich gönne das Happy gar nicht. Bruder, Happy ist schon so lange dabei, Bruder, er kann nicht mit dem Kollegen hier unterwegs sein. Was ist das? Ich denke, es ist für die Mods, für die anderen in Ordnung. Ey, Bro, wir machen den mal hier in Google 8, okay? Muss ich jetzt das hier in jedem einzelnen... Oh mein Gott, ist das krank. Ich muss in jedem einzelnen Feld das hier reinmachen. Ist das dumm, Alter. Ist das dumm. Alright, kommen wir zur nächsten Folge. Die nächste ist von Brandon. Hey! Cool. Ich muss sagen, also Real Talk, bis jetzt die hässlichste. 100%. Ist das hier Felix? Ist das Philo? Bro, what the fuck, man? Alright, was haben wir hier? Pfeile. Kevin bei einer Minor Inconvenience im Chat. Mods, crush your skull, thank you. Oh Mann. Ja, ich weiß nicht, meistens muss ich die Sachen selber timeouten, weil die Mods gerade irgendwie sich am Ballsack rumspielen oder so. Was ist denn da los eigentlich, hm? Bezahl halt. Ah, okay, nee, ist fein so. Ist fein, ich bin echt zufrieden so. Ey Leute. Weitermachen, wir machen einen super Job. Alright, fangen wir an mit der Liste. Fußabtreter, hab noch keinen deswegen. Geil, check ich. Will wir das auf jeden Fall mit reinschneiden, dann können ein paar Fußballfans sich abfucken in den Kommentaren für den Algorithmus. Sehr geil. Finde ich gut, das holen wir. Und dann wieder mal was für den Schrank. Boah, shit! Alter, holy shit, das ist krass. 300 Euro für den Kollegen hier. Alter, wir wollen aber ein Bild haben, wenn das angekommen ist, okay? Es versteht. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, Chat, nein. Ich meine mit Kollegen den Anzug, Bro. Den Anzug, hallo. Chat, what the fuck, Bro? Oh mein Gott, Jesus Christ, Junge. Alright, Mi Wen Schub. Ich habe das Gefühl, meine Mods sollten actually für Schub gepaid werden und nicht ich. Ich habe das Gefühl, ihr macht actually bessere Werbung als ich. What the fuck? Okay. Ja, wir haben ja auch auf jeden Fall sehr, sehr wilde Bilder. Wir haben hier... Wer ist denn der? Ey, Mann, Junge. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr wilde Bilder hier. Bro, das Bild ist bearbeitet. Ich sah nie so aus. Bro, da sehe ich aus wie Fabo, Bro. Alright, fangen wir an mit seiner Liste, Freunde. Investment. Vertrau auf die Preisentwicklung. Die 799 Lidl-Uhr, Bro. Zweiteilig. Da kommen sogar zwei gleichzeitig. Müssen wir mal Marc fragen, ob die noch steigen? Ich glaube aber eher nicht. So, was habe ich hier? Konsole. Ich muss endlich God of War spielen. Oh, er will eine Playsy haben. Imagine, du siehst diesen Preis als jemand, der auf Release 1200 oder so gezahlt hat. Wow. Das muss unfassbar geil sein gerade.
Okay, das ist ihm sehr wichtig, Bro. Also das Ding ist, wenn wir das holen, dann ist fast nichts mehr anderes drin. Aber ich habe das Gefühl, es ist ihm sehr wichtig. Business. Ich gebe dir auch gratis Brot. Eine fucking Bäckerei? Achso, es ist diese komplette Theke hier. Mit Kaffeemaschine. Ey, ich meine, Rito 8K geht fit dafür. Ich meine, wie viele Brötchen muss man sellen, um da wieder even zu sein? Wie viel Profit macht man an einem Brötchen? 5 Cent? Okay, sagen wir 5 Cent. Ja, das ist so easy. Dann, also, du müsstest nur 160.000 Brötchen verkaufen. Sagen wir, jeder holt im Durchschnitt 3. Und es gibt 365 Tage. Und du machst es 10 Jahre lang. Dann bräuchtest du jeden Tag 14 Kunden. Das geht. Ich weiß noch nicht genau, von was du Miete zahlst dann. Und von was du die Mitarbeiter zahlst. Und den Ofen und den Strom. Retalk, das ist ein Problem für andere Leute. Das ist nur die Theke. Girl Math. Ja, das war ganz so eine Julian Bam-Rechnung, Freunde. Was soll ich sagen, Mann? Oh, was haben wir hier gefährt? Kayo, Stefan und Aki auf der Baustelle helfen. Oh mein Gott, Digga. Ah, jo, perfekt, Junge. Erstmal ein Gabelstapler. Na, super. Das Ding ist, die kranke Scheiße ist, selbst wenn ich euch diese ganzen Fahrzeuge und diese ganzen Helme zur Verfügung stellen würde, ihr würdet es trotzdem nicht hinbekommen, ein Haus oder irgendwas zu bauen. Ihr würdet damit irgendwie Rennen gegeneinander fahren und das wär's dann. Der Mann bekommt die Plazy und du kriegst natürlich auch noch die Uhr. Okay, das ist die mit der Epilepsie-Warnung. Die hat gerade, das habt ihr jetzt im YouTube-Video nicht gesehen, ungelogen 20 Sekunden gedauert, bis sie geladen hat, Bro. Ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. Die hat so lange gedauert. Heilige Scheiße. Bro, und sie lädt immer noch. Sie ist noch nicht mal fertig geladen. Das ist stuck. Ich kann nichts machen hier. Ich hab gerade vor 3 Sekunden gescrollt. Bro, ich sag dir ehrlich, wir kaufen dir gar nichts, Mülp. Und machen weiter mit dem nächsten. Ich muss jetzt einmal, ja, und das ist jetzt die kranke Scheiße. Ich muss jetzt einmal die Präse neu laden, weil durch die Wunschliste von Mülp die anderen Wunschlisten im Arsch sind, Bro. Wirklich, kannst du nicht einfach eine ganz normale Wunschliste machen, Junge? What the fuck, ein Serverfehler ist aufgetreten, na super. Junge, was geht denn jetzt ab? Ja, und sonst so, Leute? Was noch am Machen gerade? Jetzt lädt's langsam, top. Alright, easy, wir machen weiter mit Impact. Der rechts neben mir ist 40. Okay. Oh mein Gott, okay, Lil Bro hat meinen alten Instagram-Account gefunden. Cool, cool. Oh mein Gott, was ist hier? Oh, perfekt. Perfekt, zum Glück habe ich runtergescrollt. Das hat sich gelohnt, Mann. Küchenmesser, bin zu lazy, mir das zu kaufen. 42 Euro Messer, Bro. Digga, beim Messer, da kann man wirklich dumm und dämlich Geld ausgeben. Boah, ich glaube, Retalk, diesen werden nicht geil sein, sage ich. Ich sag euch ehrlich, Chat, wenn ich euch eine Empfehlung fürs Leben geben darf, holt euch gute Messer. Bro, es ist ein Gamechanger. Kann auch ein einziges sein. Damit ich mir die anderen Pepega Please Wishlisten anschauen kann, ohne dass mein Browser abstürzt. Ey, no joke. Ich glaube, ich muss Boostbox auch nochmal fragen, ob die mir auch nochmal ein bisschen besseren PC hinstellen können. Weil für die Melb-Liste hier hat es nicht gereicht. Die hat 20 Sekunden geladen. Grundnahrungsmittel, ja, ist ein Bierchen. Ja, Klassiker. Oh, ein Kastenbier, wa? Oh, oh. So, kleiner Urlaub will ein bisschen Urlaub machen und 10k auf schwarz setzen. Pepe Love. Ist es das Hotel sogar, wo wir das gesetzt haben? Ach, ist das scheiße, Bro. Es ist sogar das Hotel. Ist das bodenlos. Ist das bodenlos, wirklich. Ja, ist ein Drop. Alright, wir machen weiter mit der nächsten von Knight. Links neben mir sollte entmoddet werden. Das stimmt, aber Real Talk Knight sollte auch entmoddet werden. Das ist ein anderes Thema, aber... Eine Kopfbedeckung für die kalten Wintertage. Ja, das sieht mir eher aus wie für den nächsten Banküberfall. Aber Glasschneider bin gerade am Renovieren. Okay, sei... Aua, ich brauch einen Clip. Banküberfall, aber Glasschneider bin gerade am Renovieren. Okay. Ja, bitte. Hat's funktioniert? Ist es das Hotel sogar, wo wir das gesetzt haben? Ach, ist das scheiße, Bro, es ist sogar das Hotel. Ist das Boden... Ist es das Hotel sogar, wo wir das gesetzt haben? Ach, ist das... Vielleicht. Ups, bin mir da anders gerutscht. Ich leg mich mal kurz auf den Tisch. Bis gleich. Ja, und dann? Oh, cool. Er will halt ein bisschen klettern gehen. Okay, I see. Anzug für die nächste Party, haha. Ja, ja. Wer ist er, Bro? Wer ist er? Ja, das sind alles Drops. So, was haben wir hier noch? So ein Ringdings. Ich weiß nicht mal, was das sein soll, lol. Real Talk, was ist das? Hula Shaper Hula Hoop Reifen. Hier kommt Hula Shaper, das optimale Training gegen Stadtkräfte. Trainieren das? Sie Ihren oberen und
unteren und seitlichen Bauchmuskeln und sagen sie dem Fett den Kampf an. Kinder. Was eine Scheiße. Ey, no joke, vorher, nachher ist einfach nur Bauch einziehen und gerade hinstellen. Das hier ist vorher und das hier ist nachher. You know? Das ist, und eins ist grau und eins ist fucking, eins ist halt mit Farbe und sie lacht. Das ist es einfach. Ja, ey, ich hoffe, du bist nicht allzu sauer, Bro. Aber das ist leider auch nicht drin. Kommen wir zum nächsten von Nico. Das ist unser Podcast-Editing-Guy unter anderem. Der macht ja immer einen mega guten Job. Fuck you, Real Rap. Okay, was haben wir hier? Keylight, um mal gescheit ausgeleuchtet zu sein. Okay, Elgato Keylight, Classic. Dann ein Apple TV. Bro, ich weiß nicht genau, also ich sag ehrlich, ich war nie zufrieden mit Apple TV. Ich hab das Gefühl, Apple TV übelst unnötig, Bro. Viel zu teuer. Einfach ein Chromecast. In my opinion. Nico schneidet nie was im Podcast mit rein, wenn wir sagen, das blenden wir jetzt hier ein. Nico! Kann aber auch daran liegen, dass wir es ihm einfach manchmal gar nicht schicken, Bro. Immer einfach auf die Mitarbeiter schieben, Chat. Wenn ihr ein guter Chef sein wollt, immer auf die Mitarbeiter schieben. Ihr seid der Chef, ihr habt nie was falsch gemacht. Nico ist halt ein Fehler, what the fuck. Holy shit. Was ist das hier? Roulette-Tisch. Preis 1 Euro. Ja, du hast dich ein bisschen geirrt. The Man Cave. Schon geil. So einen Männerkeller zu haben, wo man sich so trifft, eine Party schmeißt, jeder kriegt so 10.000 Fake-Coins und dann chillt man da einfach, spielt Billard, geht dann an den Roulette-Tisch, verspielt unechtes Geld, you know? Schon geil, Bro. Ich könnte mir das in meinen Keller stellen und immer Zuschauer einladen und mit echtem Geld illegales Glücksspiel in meinem Keller betreiben. Und wenn ich dann das Geld wie den Roulette-Tisch wieder drin habe, dann gebe ich es Nico. Alright, ist ein Cop. Falls das Finanzamt zuguckt, wir haben das natürlich nicht gemacht, okay? Oder das Ordnungsamt oder wer auch immer dafür verantwortlich ist. Wir haben das natürlich nicht gemacht. Das ist natürlich nur ein Joke. Wir machen weiter mit dem nächsten. Alright, wir kommen zu Taishis Wunschliste. Yo, 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 yo. Was zum Fick ist das hier, Bro? What the fuck? Rack. Achso, ein Rack. Achso. 126 D-Mark. Digga, Little Bro, wirklich einfach meine Eltern einfach in der Nutshell. Oh, die Brötchen, oh, die haben dann nur 20 D-Mark gekostet. Oh, damals. Dann Alexa-Dings für 22 Flocken, die macht Dinge. Bruder, in welcher Welt kosten die 22 Euro? Da steht 65 Euro. Ja, kaufen wir aber auch. Dann haben wir hier Mikrowellenmann, macht Sachen warm. Bruder, alle Preise, die er angeht, sind nicht exakt. Bro, das ist auch teurer. Fast das Doppelte. Ah, wegen Inflation. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Die da oben und so, ne? Ja, ja. Rothschilds, ne? Die haben es mal kurz gesagt, hier alles teurer. Oh mein Gott, Junge, ist das scheiße. Fischbilly, damit ich nicht alleine bin. Mann, Junge, ey, wirklich, Taishi, wie schaffst du es jedes Jahr aufs Neue, eine übelste Scheißliste abzugeben? Ja, Fischbilly kaufen wir. Was haben wir hier? Windings 7, muss PC neu aussetzen. Mega cool. Okay, er will das haben. Digga, jetzt hier stehen 112 Euro. Reader, kein Preis auf der Liste ist der richtige. Dollar. Ja, habt recht. 112 Dollar, entsprechend 15 Euro. Sorry, Digga, da habe ich kurz lange nicht mehr auf den Forex-Markt geguckt. Mein Fehler, kurz die Umrechnung vergessen. Ja, ja, auch die Inflation, ja. Ja, ja, auch die Inflation. Scheiße, Mann. Es geht bergab mit dem Dollar-Chat. Was soll ich sagen? Gut, Freunde, dann kommen wir damit zum allerletzten. Okay, yo, warte mal, du hast hier das Bild vergessen, irgendwie runterzumachen. Die Farbe ist unfassbar hässlich, Bro, die macht mich jetzt schon so unfassbar krank. Warte mal, wer ist er? Bro, was sind das für Bilder von mir? What the fuck? Fliegs Rollsterbett. Hat das jemand und weiß, ob solche Betten laut sind? Tobi, wofür genau musst du das wissen, Bro? Für seine Alte, oh, für ein Hausdach, wa? Haben im Büro keinen Sandwichmaker und jeder würde davon profitieren. Boah, Tefal Opti-Grill, den habe ich zu Hause. Der ist geil. Das ist eigentlich smart, wenn ich das kaufe, Chat. Weil da, wo das Büro ist, ist auch unser Podcast-Studio. Das heißt, ich kann mir da geile Sandwiches machen vom Podcast. Boah, das ist eigentlich Win-Win, ne? Ja, das muss leider gekoppt werden. So, dann haben wir hier Home Deluxe Whirlpool, Outdoor Whirlpool. Also, Tobi arbeitet bei meinem Management. Nach meinen 3 erfolgreichen E-Mails am Tag muss ich mich von den Schmerzen erholen. Ey, Bruder, verstehe ich, du musst mit Mike in einem Zimmer sitzen manchmal. Ja, okay, Digga, Alter, chill mal. Tobi, ich sag dir ehrlich, heute ist es ein Nein.
Aber ich hoffe, dass du eines Tages einen Whirlpool in deinem Garten hast, Bro. Okay, jetzt haben wir hier Carsteller. Carsteller kommt böse. Mann, Junge, Tobi, wie alt bist du, Bro? Bro, check dir, der Typ verwaltet Multimillion-Dollar-Deals. Und jetzt sitzt der hier und der Mann möchte von mir, dass ich ihm einen 1499 WMF Carsteller kaufe. Ist das krank. Und das Krankere noch ist, ich mach das. Viel Spaß damit. Okay, was haben wir hier? Die letzte Sache, Chat. Schießen wir damit ab. Ist das der Abschluss? Eine Elton 1, 2 oder 3 Autogrammkarte. Original signiert. Ja, die holen wir. Freunde, falls ihr das Ganze wie immer enjoyed habt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und vielen Dank an Schub fürs Unterstützen dieses Formats hier im Stream und im Video. Dicker, geht raus. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Vorbei. Ja. Das Video ist nice. Was? Das Video war nice, cool. Also. Oh. Na komm, sag. Gut, wenn das gefallen hat. Gerne abonnieren, liken, kommentieren oder teilen. Also ich sage in die Videobeschreibung, findet ihr einen Link. Linktree, findet ihr alles Wichtige. WhatsApp oder Telegram, Ankündigungsgruppe, findet ihr alles Wichtige drin. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne beitreten. Und ja. Spiele gibt es auch verlinkt, da könnt ihr auch vorbeischauen, wenn ihr wollt. Und sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Oder nächsten Folge. Bis dahin. Euer Simulation Mike 15 oder Spiele Gamer. Guten Tag. Ja. Bis dahin. Bye bye und adi. Und tschüss. 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 Tschüss.